Tennisidol Boris Becker wurde in seinem Prozess wegen Insolvenzverschleppung in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter wegen Nichtoffenlegung von Besitztümern sowie Verschleierung von Schulden. In den 20 übrigen Anklagepunkten haben die Geschworenen Becker freigesprochen. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. In dem Prozess vor einem Londoner Gericht wurde dem dreifachen Wimbledon-Sieger unter anderem zur Last gelegt, nach seiner Insolvenz mehrere seiner Trophäen zurückgehalten und Immobilien sowie Aktien und Bankguthaben in seinem Besitz verschwiegen zu haben. Bei einem Schuldspruch in allen 24 Anklagepunkten hätten Becker bis zu 7 Jahre Haft gedroht.